als nächstes Moritz Promny für die Fraktion der Freien Demokraten, der Liberalen. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, die psychischen und physischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche verdienen mehr Beachtung. Kinder und Jugendliche verdienen mehr Unterstützung und weniger Lockdown. In einem Kommentar in der Welt schrieb Andreas Rosenfelder im April, während die Notrufe der Intensivmediziner in Talkshows, Medien und auch im Bundestag verstärkt werden, interessieren die Hilferufe von Jugendämtern und Kindern und Jugendpsychiatrien kaum jemanden. Eine Studie der Universitätsklinik Hamburg kommt zu dem Ergebnis, dass fast jedes dritte Kind während der Corona-Pandemie psychische Auffälligkeiten aufweist. Essangst und Konzentrationsstörungen, Suizidgedanken und Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Derzeit werden Kinder und Jugendliche von unserer Landesregierung vornehmlich als Schüler oder Kita-Kinder gesehen. Es geht darum, wie die Betreuung und ein Mindestmaß Bildung sichergestellt wird. Das ist wichtig und ist auch richtig. Daran kann es keinen Zweifel geben. Aber es ist eben nicht alles. Der physische Kontakt zu den Betreuungspersonen kann maßgeblich dazu beitragen, dass Gewalt und Missbrauch entdeckt und beendet werden. Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hängt zu einem großen Teil von der Interaktion mit Gleichaltrigen ab. Dabei entwickeln sich die sozialen Kompetenzen wie Konfliktlösung, freundschaftlicher Bindungsaufbau, aber auch Abkopplungsprozesse in der Pubertät. Der Zugang zu entsprechenden Erfahrungs- und Begegnungsmöglichkeiten, beispielsweise in der Kita und in der Schule oder eben auch in der Kinder- und Jugendhilfe, sind extrem wichtig. Auch die Option, Talente und Hobbys weiterzuentwickeln und zu fördern, muss wiederhergestellt werden. Sport und Bewegung sind essentiell für die Gesundheit, und das Vereinsleben leistet da einen großen Beitrag zur Entwicklung unserer Jugendlichen und unserer Kinder. Die hier in dem Antrag geforderten Maßnahmen überzeugen uns jedoch nicht, meine Damen und Herren. Es sind schon kuriose Schlussfolgerungen für eine ansonsten sehr zutreffende Zustandsbeschreibung. Und ich denke, die Kollegin Ravensburg hat es ja richtig angesprochen. Ich bin ja auch dankbar dafür, denn tatsächlich ist es doch so, dass nun alle Ressourcen darauf verwendet werden sollten, das Impftempo, meine Damen und Herren, das Impftempo zu erhöhen. Denn Hessen, ist auf dem letzten Platz beim Impfen, meine Damen und Herren. Und dass dies genau unter Einbeziehung der Hausärzte nicht so wäre, darauf haben wir hier stets hingewiesen, meine Damen und Herren. Und da lasse ich auch nicht das Argument gelten, es sei nicht genug Impfstoff da. Sie wissen ganz genau, dass dieser liegen bleibt aufgrund der No-Shows, und die Organisation in den Hausarztpraxen wäre viel zielführender gewesen an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, die harte Realität ist doch, Hessen liegt deutschlandweit auf dem letzten Platz beim Impfen. Und die Impfschnecke Hessen muss endlich in Gang kommen. Nun Ressourcen für einen runden Tisch zu binden, der nach der Erfahrung mit der Landesregierung in Sachen Hebammen nichts verspricht außer Zeitablauf, halten wir nicht für zielführend. Meine Damen und Herren, sorgen wir für mehr Impftempo. Meine Damen und Herren, sorgen wir dafür, dass die Kinder und die Jugendlichen wieder die wichtigen Menschen bekommen, die sie brauchen, und dass diese Menschen sicher arbeiten können. Und sorgen wir vor allem dafür, dass die Kinder und Jugendlichen wieder mehr soziale Interaktion statt Isolation erfahren. Das ist wesentlich für ihre Entwicklung. Das ist wesentlich für ihre Zukunft. Verbauen Sie bitte deren Zukunft nicht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Yeah.
Vielen Dank, Herr Promny. Ihm folgt Herr Bocklet für die Fraktion der Grünen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe fahrlässigerweise den Fehler begangen, mich auf die Rede vorzubereiten im Zusammenhang mit dem Antrag der Linken. Leider hat die Linke etwas ganz anderes erzählt, als in ihrem eigenen Antrag steht. Das hat mich jetzt ein bisschen kurzzeitig irritiert, aber deswegen sind wir ja Politiker geworden, damit wir schnell reagieren können. Und da sie ihre Biografie vorgestellt hat, möchte ich damit nicht zurückstecken. Sie waren ja pädagogische Kraft. Und Sie haben gesagt, Sie fangen das sehr persönlich an. Ich habe ja 10 Minuten Zeit, ich kann Ihnen auch gerne mal erzählen. Ich bin Diplom-Sozialarbeiter, habe in vielen Einrichtungen gearbeitet, kenne die Arbeit aus dem betreuten Wohnen, kenne die Arbeit aus dem Jugendgästehaus Offenbach, ich kenne die Arbeit aus der Berufsberatung, ich habe politische Jugendbildung betrieben und jetzt habe ich noch 8 Minuten Zeit und könnte noch ein bisschen ausführen, was für eine hohe Belastung das auch war. Und was für ein anstrengender Job das ist, mindestens genauso anstrengend oder ist auch anstrengender wie die vielen Erzieherinnen und Erzieher in den Kita-Tagesstätten, denen heute ausdrücklich unser Dank gilt, weil sie hervorragende Arbeit in den Einrichtungen leisten. Ihr Antrag besteht aus 4/5 Situationsbeschreibungen, die man so teilen kann oder auch nicht. Spannender finde ich Ihre Forderungen, die im Wesentlichen auf 3 Punkte auch schon der Überschrift zurückzuführen sind, erstens mehr Impfen, zweitens mehr Testen und drittens Schutzausrüstung. Völlig überraschenderweise kamen wir noch nie auf die Idee, dass jetzt mehr Impfen helfen würde gegen eine Pandemie. Hat uns zutiefst getroffen und verunsichert. Aber da Sie immer sagen, Herr Promny auch Sie, man könnte ja ahnen, Sie waren nicht im Sozialausschuss. Jetzt muss ich aber den anderen verraten, das ist der Vorsitzende des Sozialausschusses. Und wenn er es nicht besser wüsste, dass Sie natürlich recht haben, dass mit der Erstimpfung Hessen Platz 1 ist und jetzt kommt es, wo ist Hessen bei der Zweitimpfung? Sagen Sie es? Wissen Sie es noch? Weit über dem Bundesdurchschnitt. So, und jetzt sage ich Ihnen mal was Folgendes, Herr Promny. Sie haben ja vielleicht auch schon mal Sport gemacht. Sie haben ja vielleicht schon mal Sport gemacht. Und manchmal kommt es nicht darauf an, ob man die ersten 10 Meter der schnellste ist, sondern dass man beim 100-Meter-Lauf eben als Erster oder möglichst gut ins Ziel kommt. So, und bei der Zweitimpfung. Und bei der Zweitimpfung ist Hessen im Bundesdurchschnitt oder kurz darüber. Deswegen können Sie das gerne vor sich hertragen, wenn es Ihnen denn hilft. Deswegen wird es trotzdem nicht mehr Impfstoff geben, weil wir wissen, das Problem seit letztem Jahr, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde und dementsprechend auch zu wenig Impfstoff verteilt werden kann. Das muss man immer wieder sagen. Dass ich das Ihnen sagen muss als Vorsitzender des Sozialausschusses, bedrückt mich schon. Weil vom Herrn Pürsün kannte ich schon, dass er immer das Gegenteil einen Tag später erzählt hat von dem, was wir vorher besprochen haben. Dass Sie jetzt auch damit anfangen, frage ich mich, welcher Virus grassiert denn da eigentlich? Aber gut. So, wir müssen mehr impfen, richtig. Und was unsere Perspektive übrigens auch sein muss, darauf möchte ich gerne auch mal einen kleinen Exkurs machen. Wir werden bald in Deutschland ausreichend Impfstoff haben. Das ist absehbar. Ob das jetzt Juni, Juli oder August wird, kann man darüber spekulieren. Aber wir werden dann am Tag X in 2021 werden wir genug Impfstoff haben. Aber ob die Europäische Union genug haben wird, und noch schlimmer, ob Afrika, Asien und andere Länder, vor allem ärmere Länder, genug Impfstoff haben. Das wird ein Problem werden, weil wir dann nämlich diesen Virus nie besiegen, weil wir ihn immer wieder einschleppen werden. Deswegen müssen wir auch eine globale Lösung denken. Und Niedersachsen hat einen guten Vorschlag gemacht, den sollten wir prüfen, dass wir uns daran beteiligen, dass die weltweite Pandemie bekämpft wird. Denn wenn wir uns Deutschland gesund sind, nutzt uns das nur kurzzeitig was, weil es nämlich irgendwann und immer wieder zu uns kommt. Deswegen müssen wir auch diese Idee prüfen. Und weil wir beim Thema Impfen sind, sage ich Ihnen noch einmal, die Firma BioNTech prüft die Zulassung auch, und auch das ist jetzt zum Thema Kindergärten. Wir werden optimalerweise das größte Problem auch dann gelöst haben, wenn es die Möglichkeit gibt, für Kinder einen Impfstoff zu haben. Sie wissen, dass es den Zugelassenen noch nicht gibt. Wir haben kurz nachgefragt bei unserer Bundestagsfraktion und haben gehört, dass BioNTech in Kürze für Kinder von 12 bis 16 zu einer Zulassung kommen wird, 16 Jahre, und Moderna von 6 bis 18. Damit haben wir aber das Problem noch nicht gelöst für die Kinder unter 6, also 3 bis 6 in den Kindergärten. Aber das ist eigentlich nur das, und dann werden wir es endgültig gelöst haben, wenn wir tatsächlich Kinder wie bei bestimmten anderen Krankheiten auch tatsächlich alle Kinder impfen können. Das wird das Hauptproblem grundsätzlich lösen.
Und um bis dahin die Zeit zu überbrücken, das wird sicherlich noch sehr lange dauern, haben wir das getan, was Sie wollen. Jede Erzieherin kann getestet werden, jedes Kind kann getestet werden. Es gibt ausreichend Schutzausrüstung mittlerweile. Das war am Anfang nicht so. Auch die Tests sind den Trägern und den Kitas zur Verfügung gestellt worden. Deswegen ist Ihr Antrag kurz und bündig überflüssig. Und für diejenigen, die nicht den Vergnügen hatten, diesen Antrag zu lesen, unter Punkt 8 wird die bessere Finanzierung von Grundschullehrkräften von A13 gefordert im Zusammenhang von A13 von Covid. Glauben Sie uns, wenn wir mit A13 in diesem Land Covid bekämpfen könnten, wir hätten alle schon mit A13 bezahlt. Es wird nur den Virus nicht bekämpfen. Und deswegen hat das in diesem Zusammenhang ist es eine Forderung, die man ernsthaft diskutieren muss für Grundschulkräfte. Aber ob es jetzt in der Pandemie sozusagen den Kräften hilft, das ist aufgesetzt und vermischt Probleme miteinander. Wir bleiben dabei besonnen als Land. Wir sagen immer impfen, testen und schützen. Die Erzieherinnen und Erzieher und die Kinder in unseren Kindertagesstätten haben es wirklich verdient, dass wir uns um sie kümmern. Aber das passiert auch, und die Geschwindigkeit nimmt auch zu. Je mehr Impfstoff zur Verfügung steht, je mehr Schutzausrüstung zur Verfügung gestanden hat und je mehr Tests auch zugelassen und auch auf die Einrichtung zukamen, das alles hat sich beschleunigt, wird sich weiter beschleunigen. Und Sie brauchen etwas Neues, Herr Bromny. Wir sind nicht mehr Letzte, wir sind über dem Bundesdurchschnitt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Mein geschätzter Kollege Frank Lorz würde jetzt sagen, mir hat das nicht gefallen. Mir hat nicht gefallen, Herr Kollege Bocklet, die Frage bei einer solchen Debatte, welcher Virus grassiert denn da? Ich wollte es nur mal sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Als Nächstes hat das Wort Lisa Gnadl. Und nachdem ich den Fehler vorhin gemacht habe, aber korrigiert worden bin, Sie sprechen unter anderem als Antragstellerin der Drucksache 19/5609. Ich hatte ein falsches Datum dort vorhin gewählt. Bitte schön, jetzt haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielleicht noch mal kurz zu Herrn Bocklet, weil er vor mir eben gerade gesprochen hat. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier in Hessen eine schwarz-grüne Impfschnecke. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und da kann man nur sagen, wenn es Ihnen in den Kram passt, dann machen Sie Ländervergleiche, und wenn es Ihnen nicht in den Kram passt, dann wird die Opposition dafür beschimpft, wenn sie diese Ländervergleiche hier zitiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Samstag ist der 1. Mai, und wir begehen den Tag der Arbeit. Und die Pandemie hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie sehr wir in unserer Gesellschaft auf all diejenigen angewiesen sind, die insbesondere in den sozialen Berufen arbeiten, um die es heute auch hier in diesem Setzpunkt geht. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialen Arbeit, in den teilstationären und stationären Einrichtungen, in den Kitas und auch in den Schulen, in den Horten, in den Beratungsstellen und Hilfsstellen. Und ja, sie verdienen unser aller Respekt und unsere Anerkennung. Aber wir dürfen es eben nicht bei diesem Dank und diesem Respekt belassen und bei den lobenden Worten und dem Applaus, sondern es verpflichtet uns auch dazu, gerade in diesen Berufen dafür zu sorgen, dass es gute und sichere Arbeitsbedingungen gibt. Und genau darum geht es heute. Und genau da hat diese Landesregierung versagt und bleibt hinter ihren Möglichkeiten und hinter dem, was notwendig ist, zurück. Und das hat nicht zuletzt auch die Petition gezeigt, die heute hier schon zitiert wurde, schützt auch Erzieherinnen vor Corona. Das ist ja geradezu ein Hilfeschrei, diese Petition, die hier an den Landtag gerichtet wurde und die 28.000 Menschen unterzeichnet haben. Und ich finde, wir sollten diesen Hilferuf auch ernst nehmen und diese Petition ernst nehmen mit den Forderungen, die darin enthalten sind.
Und ja, Frau Ravensburg, es hat sich eben nicht alles von dem, was da auch gefordert wird, erledigt, so wie Sie das versucht haben, hier darzustellen, in Bezug auch auf die Forderungen, die die SPD-Fraktion in ihrem Antrag formuliert hat. Neben der Situation für die Beschäftigten im Bereich der sozialen Arbeit müssen wir aber auch unseren Blick auf die Kinder und Jugendlichen lenken. Und es ist heute schon angesprochen worden, die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Kinder und Jugendliche in besonderem Maße. Und ich erinnere mich noch genau hier auch an Debatten hier in diesem Plenarsaal, wo es darum ging, bei den Kontaktbeschränkungen Kinder und Jugendlichen auszunehmen von den Kontaktbeschränkungen. Wie lange mussten wir das als SPD-Fraktion fordern, bis es dann endlich von dieser schwarz-grünen Landesregierung umgesetzt wurde? Das mal nur um als ein Beispiel zu nennen, wie mühselig das ist, dass sich hier bei dieser schwarz-grünen Landesregierung in dem Bereich was bewegt. Und wir werden nächste Woche im Ausschuss über unseren Berichtsantrag zu den Belastungen von Kindern und Jugendlichen sprechen. Und ich muss sagen, ich finde es schockierend, dass zum Beispiel keine Erkenntnisse darüber vorliegen, wie es Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gibt. Oder dass es noch so wenig an eigenen Studien auch gibt zu den Kindern in den stationären Einrichtungen, in den Wohngruppen, in den Heimen. Sie verschließen da schlicht und ergreifend auch den Blick vor den Problemen, die uns da noch erwarten. Die psychischen und die sozialen Folgen, die werden enorm sein, die da auf uns zurollt. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir eine Bundesregierung haben, die diese Problemlage schon erkannt hat und jetzt ein 2-Milliarden-Paket auflegt. Ja, Herr Frömmrich, da könnten sich gerade die Grünen hier in dieser Landesregierung mal ein Beispiel daran nehmen, was der Bund in Berlin beschließt, obwohl er dafür nicht originär zuständig ist. Aber was machen Sie denn konkret? Wie viel Geld nehmen Sie denn in die Hand? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns den Blick auch auf die einzelnen Themen noch einmal lenken in dieser Debatte. Ich möchte das Thema Impfkampagne ansprechen. Von der Impfstrategie kann man da eigentlich kaum sprechen. Und auch das haben wir im Ausschuss mehrfach aufgerufen, auch im Hinblick beispielsweise auf die Beschäftigten in den Kitas und in der Kindertagespflege. Uns haben Mails von Erzieherinnen und Erziehern erreicht, die sich eben frühzeitig, weil sie Vorerkrankungen haben, individuell angemeldet haben zum Impfen. Dann gab es die Sammelimpftermine. Und es war dann schlicht und ergreifend so, oder es ist teilweise noch so, dass diejenigen, die sich vorzeitig individuell angemeldet haben, die nicht bei den Sammelimpfterminen mitgeimpft werden konnten, immer noch nicht geimpft sind. Und sich dann heute hier hinzustellen, Frau Ravensburg, und zu sagen, dass das sich alles erledigt hat, das ist schlicht und ergreifend falsch. Aber diese Landesregierung erkennt da gar keine Problemlage drin. Und auch das haben wir im Ausschuss aufgerufen, und da sah aber die Staatssekretärin kein Problem darin, dass daran irgendwas geändert werden müsse. Die Sammelimpftermine, teilweise konnten sie nicht stattfinden, weil dafür eben kein zusätzlicher Impfstoff für die Landkreise zur Verfügung gestellt wurde. Und das führt natürlich vor Ort zu Problemen. Und deswegen ist es schlicht und ergreifend so. Sie haben ja letzte Woche die Zahlen, haben wir ja genannt bekommen im Ausschuss, dass wir gerade mal bei 38.000 Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer sind. Sie konnten ja noch nicht mal differenzieren, ja, die Zahl 38.000, weil die sind in einem Topf drin. Sie konnten ja noch nicht mal sagen, wie eigentlich jetzt die Impfquote bei den Erzieherinnen und Erziehern und bei den Kindertagespflegepersonen ist, weil sie das gar nicht wissen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das finde ich erschreckend, weil gerade in diesem Bereich, und da sind wir uns doch alle einig, arbeiten die Menschen im engen Kontakt mit den Kindern, wo keine Abstände eingehalten werden können, wo die Kinder, natürlich die kleinen Kinder, keine Maske tragen. Das ist doch klar. Das ist doch selbstverständlich. Die sind doch besonderen Gefahren ausgesetzt in der Arbeit mit den Kindern.
Und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, dass man hier nicht sich das wirklich genau auch unter die Lupe nimmt. Wie weit sind wir da eigentlich bei den Impfungen für die Beschäftigten in den Kitas, für die Kindertagespflegepersonen und da auch anscheinend gar kein Interesse daran hat, das zu wissen? Stattdessen haben Sie dann in anderen Bereichen auch geimpft, wo deutlich mehr die Abstände eingehalten werden können, wo Masken getragen werden können. Und da verstehe ich nicht Ihre Priorisierung an der Stelle. Und deswegen kann ich auch die Verärgerung bei den Beschäftigten in der Kinderbetreuung gut verstehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann auch die Verärgerung bei all denjenigen verstehen, die im Bereich der sozialen Arbeit tätig sind. Denn diese wurden ja, und das zieht sich ja durch die ganze Pandemie, immer wieder komplett erstmal außen vor gelassen und vergessen, bis sie dann auch bedacht wurden, aber immer nur mit einer großen Verzögerung. Und auch die arbeiten ja teilweise in stationären Einrichtungen sehr eng mit Kindern zusammen, wo keine Abstände eingehalten werden oder in Wohngruppen oder in Heimen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sehen hier klaren Nachholbedarf, auch was das Impfen für diesen Personenkreis angeht. Und wir sind da noch lange nicht am Ende, Frau Ravensburg, so wie Sie das heute hier dargestellt haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht uns auch um eine klare Teststrategie. Letzte Woche Mittwoch haben wir darüber gesprochen, im Hinblick auf die kindgerechten Tests. Am Freitag sagt dann die Landesregierung, ja, wir überlassen das der Entscheidung, eben auch der Organisation vor Ort und die Organisation, den Kita-Trägern vor Ort, ob sie das machen wollen oder nicht. Sehr verehrte Damen und Herren, so sieht doch keine Strategie fürs Testen aus, auch nicht im Bereich der freiwilligen Tests für die Kinder. Also entweder wir machen das flächendeckend, ja, um eben auch Infektionen frühzeitig die Infektionsketten unterbrechen zu können, oder wir lassen es bleiben. Also ich meine, wo ist da wirklich die Landesstrategie, dass man kindgerechte Testungen wirklich flächendeckend umsetzen will? Natürlich auf freiwilliger Basis. Nichts anderes haben wir ja auch in unserem Antrag geschrieben. Aber man kann das doch nicht einfach auch wieder nur nach unten delegieren und sagen, wer es machen will, der macht's und wer nicht, halt dann nicht. Und so zieht sich das durch diese ganze Pandemie, dass diese schwarz-grüne Landesregierung Verantwortung immer nach unten delegiert, selbst nicht handelt, schleppend die Impfkampagne ausrollt für den Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialen Arbeit, in den Kitas, in den Horten. Beim Thema Testen auch wieder anderen Bundesländern hinterherhinkt, was die Testungen für die Kinder angeht. Und so könnte ich sicherlich noch viele weitere Punkte aufzählen, die auch in unserem Antrag enthalten sind. Ich fordere Sie auf, versuchen Sie nicht schon wieder die Probleme auszusitzen. Handeln Sie endlich im Interesse der Beschäftigten und im Interesse der Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gnadl. Es liegen keine Wortmeldungen mehr von den Fraktionen vor, sodass nunmehr Herr Staatsminister Kai Klose das Wort erhält. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, all unsere Debatten stehen ja unter der Überschrift Corona in diesen letzten Monaten. Das gilt auch hier. Und ich muss sagen, Frau Gnadl, heute haben Sie sich, was das Zerrbild vom Handeln dieser Landesregierung angeht, wirklich selbst übertroffen. Ich will das noch einmal betonen. Wir können ja, ja schon mehrfach gesagt, wir können offensichtlich ja viele, viele Stunden uns auch im Ausschuss schon austauschen. Es hat aber keinen Erkenntnisgewinn zur Folge offensichtlich. Und deshalb will ich einfach sagen, jede einzelne Maßnahme, die wir getroffen haben in diesen 15 Monaten, ist immer das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz und den möglichen gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen. Und das heißt ausdrücklich, dass wir bei diesen Entscheidungen auch die Situation von Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern und den Menschen,
die mit ihnen arbeiten, ganz besonders berücksichtigen. Und es ist leider so, dass Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens im Moment unvermeidbar sind und bleiben durch den Distanzunterricht, durch den eingeschränkten Kita-Betrieb. Im Moment sind wir auch in Hessen ja in sehr, sehr vielen Kreisen und Städten bei Inzidenzwerten von über 165. Und natürlich auch durch die wegfallenden Freizeitmöglichkeiten ist es gerade für Kinder und Jugendliche schwierig. Es fehlt ihnen an wichtigen Begleitern im Alltag, die ihnen Struktur bieten, die ihnen auch Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Und da will ich ausdrücklich sagen, dem Wohl der Jüngsten, der Kinder und Jugendlichen, räumen wir deshalb von Beginn an eine besonders hohe Priorität ein. Und deshalb ist es uns übrigens wichtig gewesen, und es wird uns weiter wichtig sein, übrigens im Gegensatz zu manch anderem Bundesland, dass wir die Regelstrukturen des Bildungswesens und der Jugendhilfe so weit wie möglich aufrechterhalten haben. Das gilt für Schulen, das gilt für Kitas, es gilt genauso aber für den Kinderschutz und für die Erziehungshilfen, und es gilt auch für ein Grundangebot an Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Wir haben uns nach den ersten drastischen Einschränkungen im Frühjahr 2020 in Hessen, nochmal im Gegensatz zu manch anderem Bundesland, entschieden, Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit in Kleingruppen weiterhin zu ermöglichen. Das war nicht überall der Fall. Fachkräfte beispielsweise in kommunalen Jugendhäusern oder aus den Jugendverbänden konnten und können deshalb jungen Menschen vor Ort während der Pandemie zur Seite stehen, und sie meistern dabei wirklich große Herausforderungen im Moment. Weil einerseits können sie viele Angebote nicht oder nur eingeschränkt durchführen, andererseits aber sind natürlich die Unterstützungsbedarfe von Kindern und Jugendlichen gewachsen, und damit ist ihre Expertise gefragter denn je. Und deshalb, Sie alle, das Personal in Kitas und Schulen, genauso wie die Fachkräfte im Bereich des Kinderschutzes, die in die Familien gehen, die Fachkräfte in den stationären Einrichtungen, die selbst in Quarantänesituationen weiter betreuen, die Jugendarbeiterinnen und Arbeiter, die ihre aufsuchende Arbeit verstärkt haben, damit junge Menschen in ihrem Lebensumfeld auch weiter erreicht werden können. Sie alle setzen sich trotz erschwerter Arbeitsbedingungen ein, um jungen Menschen und Familien in der Pandemie zur Seite zu stehen. Sie alle haben kreative Ideen und Konzepte entwickelt, um den Alltag trotz der notwendigen, aber eben auch verdammt anstrengenden Einschränkungen weiter zu gestalten. Und da macht uns diese Pandemie einmal mehr deutlich, welch zentralen Beitrag soziale und pädagogische Fachkräfte für unsere soziale Infrastruktur leisten. Ich habe mich für diesen Einsatz bereits mit einem Schreiben persönlich bei den Fachkräften bedankt. Ich will die Gelegenheit aber auch heute noch einmal wahrnehmen und mich namens der Hessischen Landesregierung bei diesen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr bedanken. Und ich freue mich gleichzeitig sehr, dass Sie auch mit der Öffnung der Priorisierungsgruppe 3, die wir am Freitag vorgeschlagen und beschlossen haben, impfberechtigt sind. Und jetzt auch mal zu diesen Priorisierungsgruppen des Impfens. Die Priorisierung geht auf die Corona-Impfverordnung des Bundes zurück. Diese beruht auf der entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission, des Ethikrats und der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Und ich glaube nach wie vor, das habe ich schon sehr früh gesagt, dass es richtig ist, dass eine solche wissenschaftliche und neutrale Organisation diese Impfpriorisierung entwickelt hat. Und das hat sie danach gemacht, wo sie das individuell höchste Risiko sieht, schwer zu erkranken. Das war immer der Maßstab. Und daran haben wir uns in Hessen sehr eng gehalten. Und es waren die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder, die entschieden haben, an einem Punkt abzuweichen davon, nämlich
als die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Förderschulen von der Priorisierungsgruppe 3 in die Priorisierungsgruppe 2 vorgezogen wurden. Das war die einzige Abweichung, und sie war bundeseinheitlich gemeinsam so beschlossen. So ist die Wahrheit. Und deshalb will ich noch einmal sagen, es ist uns sehr wichtig, dass wir die Tätigkeit der Jugendhilfe auch in dieser pandemischen Situation weiter unterstützen können. Wir haben eine Vernetzungsplattform zur digitalen Jugendarbeit geschaffen. Wir haben ein umfassendes Fortbildungs- und Beratungsangebot zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Hygienekonzept zum Schutz von Kindern und Beschäftigten erstellt, an dem sich die Einrichtungen orientieren. Wir haben die Förderrichtlinie für Ferienfreizeiten angepasst. Und vor allem stehen wir im ständigen Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren, weil wir ja den Rahmen schaffen als Landesregierung, aber die konkrete Ausgestaltung, die geschieht dann vor Ort. Und da müssen die unterschiedlichen Bedingungen, und die sind tatsächlich in diesem Land sehr unterschiedlich, und die jeweilige Situation aller Beteiligter auch miteinander in Einklang gebracht werden. Und natürlich sind wir uns bewusst, mit welchen Herausforderungen und Sorgen gerade die Fachkräfte konfrontiert sind. Die besten Hygienekonzepte und Maßnahmen können, wie in vielen anderen Lebensbereichen, die wir alle im Moment auch gewärtigen, Infektionsrisiken zwar eindämmen, aber natürlich nicht vollständig ausschließen. Abstand halten, Maske tragen, der Umstieg auf digitale Angebote, das steht auch vielen pädagogischen Ansprüchen im Weg. Da gibt es einen Widerspruch dazwischen. Und deshalb haben wir seit August letzten Jahres auch das Angebot einer wöchentlichen anlasslosen Testung für Erzieherinnen und Erzieher geschaffen. Und wir waren eines der ersten Länder, das das getan hat. Und lassen Sie mich da kurz zu den Tests für Kita-Kinder kommen. Wir sind darüber mit den Kommunalen Spitzenverbänden ja nicht erst seit vergangenem Freitag im Austausch, sondern das Angebot ist auch seitens des Kollegen Finanzminister schon einmal in einer Schalte zuvor den Kommunalen Spitzenverbänden gemacht worden. Es gehört aber einfach auch zur Wahrheit, dass es im Moment keinen Test für diese Altersgruppe gibt, der vom RKI empfohlen wird. Das gehört dazu. Es ist von diesen sogenannten Lolli-Tests keiner durch das BfArM zugelassen. Der Versuch, der in Thüringen gemacht wurde, wurde abgebrochen, weil da teilweise Stäbchen abgebrochen sind, es zu Verletzungen kam, etc. Das heißt, auch das, was Ihre Bundesfamilienministerin da aufgeschrieben hat als Liste, was angeblich möglich ist, beruht im Moment nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen, und sage nicht nur ich, das sehen zumindest Teile der Kommunalen Spitzenverbände ganz genauso. Und dennoch haben wir gesagt, wenn es Träger und Kommunen gibt, die das durchführen wollen, dann werden wir als Land uns zur Hälfte selbstverständlich beteiligen wollen. Und gleichzeitig haben wir mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung natürlich auch klare Regeln für den Schutz der Beschäftigten vorgelegt. Und ich will auch zum Impfen noch einmal ausdrücklich sagen, natürlich ist inzwischen der überwiegende Teil der Personen, um die es hier geht, bereits geimpft oder, und zwar allerspätestens seit der Öffnung der Prioritätsgruppe 3, am letzten Freitag impfberechtigt, und die allermeisten aus der Prio-Gruppe 2, also gerade die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrer, über die wir vorhin sprachen, sind inzwischen mit einem Termin versorgt, wenn sie sich denn impfen lassen wollen. Das gilt ausdrücklich auch für Auszubildende und Berufspraktikantinnen und Praktikanten. Herr Klose, ich weise auf die Redezeit hin. Ja. Ich versuche mal ein bisschen zu kürzen. Ich könnte hier noch vieles richtigstellen. Ich will einfach sagen, wir haben über das Impfen hinaus durch verschiedene Maßnahmen da einen besonderen Fokus hingelegt. Und ich kann verstehen, dass die Fachkräfte in diesem Bereich natürlich besonderen Schutzbedarf haben, und deshalb waren gerade die Kindergärten und auch die Schulen von Beginn an übrigens auch Ziele der persönlichen Schutzausrüstung, die das Land geliefert hat. Auch das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, war von Anfang an durch das Land mit gewährleistet.
Und dann will ich vielleicht zum Abschluss noch ausdrücklich mal sagen, dass ich neben den Fachkräften, vor allem den Kindern und Jugendlichen, danken möchte, nämlich für ihre Rücksichtnahme, für ihre Vernunft und für ihren großen Verzicht. Es ist diese Generation, die gerade wirklich Großes leistet. Sie verfügt zwar auf der einen Seite, das zeigt sich in der Situation auch, über eine hohe Anpassungsfähigkeit und auch eine starke Resilienz, aber wir sollten, glaube ich, neben den berechtigten Sorgen, die wir immer formulieren, gerade deshalb auch das Empowerment von Kindern und Jugendlichen noch stärker in unseren Fokus rücken und jedenfalls in dem Gespräch, das ich zuletzt geführt habe, vergangene Woche gemeinsam mit der Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte, mit der Landesschülervertretung und mit dem Landesheimrat, da ist eins noch mal sehr deutlich geworden, nämlich, dass Kinder und Jugendliche selbst die besten Expertinnen und Experten für ihre Situation sind, dass sie ihre Probleme und Ängste kennen, aber auch ihr Potenzial am besten kennen. Sie wollen in diesem Diskurs gehört werden, sie wollen auch mitwirken und beitragen zur Überwindung dieser Pandemie. Und genau das wird weiter unser Ansatz sein, damit wir auch in Zukunft engagierte Menschen fördern können. Und dass auf diese Generation jetzt eine besondere Herausforderung zukommt, ist uns sehr bewusst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klose. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt und überweisen die beiden behandelten Anträge zur weiteren Beratung in den SIA.